Erneut willkommen, liebe Skisprung-TV-Zuschauer. Wie versprochen, melden wir uns jetzt ungefähr 3 Stunden vor Beginn der Qualifikation mit einem ersten Situationsbericht an der Schanze. Ja, Dirk, es schneit, man sieht, es schneit, es weht, typisch finnische Verhältnisse. Aber wie sind die Situationen? Wird es stattfinden? Was ist deine Prognose? Ja, der Schnee wird nicht so sehr stören, der ist feinkörnig, den kriegt man auch raus. Und das mit dem Wind, naja, das ist so ein Hazardspiel. Aber ich nehme mal an, wir kriegen das heute über die Bühne vielleicht mit einer Verzögerung von 30 bis 45 Minuten. Aber der Wind soll ja dann ein bisschen einschlafen und dann wird schon klappen. Mein Gott, was sind 2 oder 3 Meter Wind in Kuusamo? Das ist normal, das ist Windstille. Eben, wir sind ja in Finnland, finnische Verhältnisse. Und auch zu den Finnen haben wir vor uns schon was gesagt. Die Startliste haben wir schon überprüft. Mannschaftsführersitzung war schon überraschend. Mit Startnummer 2, ein alter Bekannter geht an den Start. Ja, Sie wissen es, Janne Ahonen mit der 1 Happonen, mit der 2 Ahonen, sie sind deshalb so zeitig dran, naja, weil sie eben keine Weltcup-Punkte haben, FIS-Punkte. Und ansonsten ist die Qualifikation richtig schön gut durchgemischt, also keine Langeweile, am Anfang schon starke Leute, am Ende natürlich starke Leute und die üblichen Vorqualifizierten können in Ruhe an die ganze Sache rangehen, aber es gibt natürlich, ja, ist schon keine Überraschung mehr. Einer der ganz Starken, der kommt so nach dem Motto, interessiert mich eigentlich weiter gar nicht. Ja, aber das hat er ja letztes Jahr auch schon gemacht. Die Rede ist von Simon Ammann, der ist heute erst angereist mit Andreas Küttel zusammen und werden die ersten Schneesprünge hier machen. Andere haben eine andere Vorbereitung gewählt, aber wie es am Ende ausgeht, das können Sie dann live bei Eurosport ab 18 Uhr verfolgen, wie die Qualifikation ausgeht. Und danach melden wir uns wieder mit den ersten Analysen und auch wahrscheinlich den ersten Stimmen von Sportlern und Trainern zur Qualifikation. Und bis dahin viel Spaß und schalten Sie uns dann wieder ein.